Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Medieval Dynasty. Ja, wie ihr seht, seht ihr nix, ne? Ich bin ein bisschen verfallen dem Holzfällen. Wow, ich habe echt richtig viele Holz, richtig viele Bäume kaputt gemacht. Ich bin froh, dass die irgendwann nachwachsen, wenn ich die Baumstämme entfernen. Also das ist schon echt übel, was wir hier kaputt gemacht haben. Also was haben wir heute vor? Ich würde gerne eigentlich noch diese Quest machen. So, dafür brauchen wir aber die Wurfsteine. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es die Wurfsteine in der Schmiede. Dementsprechend werden wir heute also die Schmiede bauen und dann hoffentlich diese Wurfsteine herstellen. Danach dann das ganze andere Zeug einsammeln und dann werden wir das noch hoffentlich möglichst schnell abgeben können. Jetzt muss ich mal bloß schnell schauen. Ich hatte jetzt immer 12er Stacks. So, noch einen mehr. Genau. Ich hatte die eigentlich vorgehabt, da so ein bisschen mit hinzulegen. Aber ich glaube, das muss man immer so ein bisschen einzeln machen, ne? So. Ja, jetzt geht's besser. Genau. Ich habe so einen kleinen Zaun freigeschalten und dahingestellt, damit die mir auf keinen Fall runterfallen. Da hatte ich ein bisschen Angst. Aber von daher, das müsste jetzt so dann eigentlich ganz gut passen. Hier lagern wir mal so ein kleines bisschen Zeug ein. Der Rest kommt wieder ins Materiallager. Wir haben schon über 1000 Kilogramm im Materiallager drinnen. Das ist schon echt heftig. Aber hey, guckt euch an, wie viele Bäume wir jetzt hier kaputt gemacht haben, ne? Von daher ist das eigentlich gar kein Wunder. So, dann suchen wir uns jetzt gleich ein Plätzchen aus, sammeln dann die dementsprechenden Steine. Ich denke, es wird, weiß ich gar nicht, was das für ein Fundament ist. Wir gucken einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Und dann versuche ich das einfach so ein bisschen Stück für Stück aufzubauen. Ne? Dass wir einfach so, erweitern, vergrößern. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe, was macht ihr beide denn da? Das ist aber nicht gut, wenn ihr da schwimmt. Ich sammle euch mal schnell ein. Aber cool ist es irgendwie trotzdem. Genau. Und dann sollten wir das Nahrungsmittellager eigentlich noch fertig bauen, bevor der Winter anfängt. Also das müsste man mal gucken, ob das funktioniert. So, ich hätte gerne die Schmiede irgendwo am Wasser, denn ich finde schon... Ach so, hey, wenn ich hier eine Palisade hinbaue, ist das eigentlich ziemlich wurscht. Ne? Das ist dann schwierig. Okay, dann lässt du dich mal bitte aufheben hier, du Stock. Okay, weil eigentlich hatte ich ja gesagt, ne, dass wir, oder die Idee, das alles so ein bisschen grob einzuzäunen, ähnlich wie, Entschuldigung, es tut mir leid, ähnlich wie Pias Torvia, ja, genau, ne, die haben ja auch eine Palisade drumherum und dann so ein paar einzelne Sachen außen. Genau, das hatte ich ja hier eben halt auch überlegt, ob wir da so ein bisschen hier den See mit ein... Oh, dann bauen wir es halt hier in die Schmiede, auf die andere Seite. Oh, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Das ist vielleicht ganz gut. Guck mal, hier ist noch ein Holzstamm. Den wollen wir natürlich mitnehmen. So. Ja, das ist doch eine Idee. Wenn ich sage, ne, hier soll ja so ein bisschen Zentrum hinkommen, das Ganze, ne, aber ich wollte ja schon gern die Palisade da so ein bisschen hochführen. Ne? Also wenn du jetzt guckst. Ups. Ja. So. Ne? Hier den Weg schon drum herum lassen und dann hier so eine Palisade. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert, weil das ist hier dann doch ein relativ großes Gebiet. Aber wenn wir jetzt hier am Rand bleiben und dann hier knapp hochgehen, dann könnte das schon gehen und hier oben ist dann halt einfach, weiß ich nicht, ein bisschen paar Bäumchen zum Ausruhen mit Ausguck oder sowas, weißt. Okay, dann würde ich sagen, packen wir die Schmiede hier oben hin. Da ist ein großer Baum, ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie der ausschaut. Aber
Option. Ja, so groß ist die Schmiede halt nicht, ne? Da könnte man sie ganz gut hinpacken. Da müsste man bloß den. Ich glaube, es ist schöner, den großen Baum zu haben, wie den kleinen hier. Ausrichtung Westen. Mal gucken, was das wird. Wir werden sehen. Im Moment denke ich mir, das passt so. Dann entfernen wir den Fichtenstamm. Ach, ist das eine Fichte? Nee, das ist ein Ahorn. Das ist ein Ahorn. Ja, genau. Und hier, das müssen wir dann einfach gucken, wie es dann ausschaut, ne? So, dann brauchen wir fürs Fundament natürlich Steine. Das habe ich ja schon in weiser Voraussicht erzählt. Habe sie nur nicht dabei. Habe sie nur nicht eingesammelt. So, 4 hatte ich nicht gerade. Genau, 5. Oh, ich habe hier schon so viel eingesammelt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich hier noch irgendwo Steine habe. Hier in der Nähe glaube ich nicht. Okay, na guck mal da drüben. So. Ach komm, dann halt nicht. Das gibt's ja gar nicht echt. Habe ich so viel schon eingesammelt? Wahnsinn. Kira, Steine. Steine, nicht Stöcker. Steine. 8. 8 brauchen wir. Gut, perfekt. Dann sollte die eigentlich möglichst schnell fertig sein, weil ich so viel Materialien gesammelt habe. Steine, Stöcker, Baumstämme. Ah, das sind die Fischspeere. Lass die bloß liegen. So. Alle Hoppe. Genau. Ach, ist das cool, wenn das dann so schnell geht, ne? Perfekt. Super. So, jetzt müssen wir bloß noch Ried holen. 8, 16. 8 mal 4 halt. 32, okay. Ja, das ist doch was. Okay. Dann können wir die hier alle reinmachen. 32 Ried, Stroh. 32, genau. Und dann könnten wir eigentlich auch doch gleich nochmal ein paar Steine mitnehmen, weil ich ja ein paar Wurfsteine machen wollte. Ne? Ich nehme mal 20 Kilogramm Stein mit. So, also. Halt. Dann müsste das doch jetzt fertig sein. Ja, perfekt. Huch. Oh Gott, hallo? Du hast eben die erste Schmiede gebaut. Für die meisten Gegenstände, die hier hergestellt werden, werden Kupfergebronze oder Eisen benötigt. Bevor du die Mine bauen kannst, musst du die Erze einzeln suchen und abbauen und sie vom Händler oder sie vom Händler kaufen. Vergiss nicht, dass du die Tutorials in den Einstellungen abschalten kannst. Ach so. Okay. So, und jetzt müsste ich hier an der Werkbank Steinwaffen, Wurfsteine. Na, perfekt, würde ich sagen, ne? Dann hätten wir das jetzt. Ja, cool. Das ist super. Dann haben wir jetzt eine Menge Wurfsteine. Ich habe früher war es auch so, dass man die relativ gut verkaufen konnte. Keine Ahnung, ob das immer noch so ist. Dann können wir jetzt gucken. Wir brauchen noch 3 Steinäxte. Steinäxte. Oh Gott, so viele Fischerspeere. Holzspeere brauchen wir, glaube ich, oder Steinspeere, ich weiß gar nicht jetzt ganz genau. Steinäxte nehme ich jetzt mal alle mit und die Steinmesser. Ein Steinmesser und 2 Holzspeere noch. Ja gut, okay, das ist ja jetzt Holzspeere, ist keine Schwierigkeit. Dann nehmen wir uns einfach 2 raus, dann stellen wir die her. Okay, cool. Dann kriegen wir nämlich die jetzt dann auch noch fertig. Mal lieber Reputationspunkte bekommen, wie sie nicht bekommen, ne? Ja, doch. Und dann das Wohnhaus so daneben. Und dann hast du hier Platz auf alle Fälle, um so ein bisschen Zeugchen zu machen. Wir können dann ja hier statt... No? Hallo? Waren da nicht gerade Zweige? Ah ja, okay, das ist aber klein gewesen. Genau, du
kannst die hier im Prinzip mit Straßen jetzt mal wegmachen, die Büsche, die du nicht haben willst oder was, ne? Und dann kann man da dann Sachen hinstellen. Ist cool. Gut. Wo müssen wir die denn abgeben? Das habe ich gesagt, ich brauche noch ein Steinmesser. Achso, ja, ein Piastovia. Das ist klar. Dann laufen wir halt einfach mal in die Richtung und sammeln unterwegs noch ein paar Steine und Stöcker, damit wir uns noch eben die Steinmesser herstellen können. Aber das sollte eigentlich jetzt nicht so das Problem sein. Das ist ja easy peasy, wie es immer so schön heißt. So, ich glaube, Steine hätten wir schon genug. Oh, guck, da ist sogar noch ein Holzstamm. Gut. 10. Das müsste, wie viel brauchen wir noch? 2. Nee, 1 plus. Na, perfekt. Das ist doch cool. Jo, sehr gut. Dann flitzen wir einfach mal rüber nach Piastovia und geben die ab. Oh, hier sind voll viele schöne Beeren, ne? Voll viele Beerenbüsche. Müssen wir mal gucken, ob man das irgendwie nutzen kann. Aber ich denke schon. Mal gucken, da ist die Brücke rüber. Dann haben wir das ja relativ zügig. Ja, es ist schon gut, wenn wir so nah sind, ne? Klar, mit der Schmiede. Aber ganz ehrlich, mit der Mine. Aber ganz ehrlich, ich packe vor die Mine ein Materiallager. Und dann ist das auch überhaupt kein Thema. Dann ist das auch alles total easy going, wie es so schön heißt. So, gehen wir hier durch. Da ist er. Hi. Oh, it's you again. Guten Tag, Bürgerin. Ich habe ein paar Waffen zu Piastovias Verteidigung mitgebracht. Gute Arbeit. Ich werde dafür sorgen, dass sie an die gehen, die sie brauchen. Hier ist deine Belohnung. Ich helfe gern. Okay, sehr gut. Sind die anderen Händler denn da? Oh, hier ist doch einer. Hier kannst du mal mein Zeug, ein Elfenbeinmesser. Okay. Okay. So. Dann lass uns mal hier. Da. Okay, bringt halt echt so gut wie gar nichts, ne? Es ist halt schon. Naja. Naja. Also da bringt der Käse schon so einiges mehr. Aber gut, ist nicht schlimm. So, dann hätten wir das jetzt nämlich auch. Ach, herrlich, gut. Das ist die Taverne, ne? Ja, guck, und so, ne? Da hast du da hinten die Küche. So in etwa hätte ich mir das, könnte ich mir das auch gut vorstellen, ne? Schon schön. Boah, wisst ihr, dass ich gerade keine Peilung habe? Wie es mit den Feldern bestellt ist. Das müsste ich mir jetzt dann gleich mal angucken. Aber einen Moment bitte. So, das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, ob ich die Felder da komplett fertig gemacht habe oder nicht. Aber ich hoffe einfach mal. Sonst hätten wir nämlich ein Problem. So. Jetzt habe ich voll vergessen. Ach ja, doch. Schau mal da. Können wir hier doch. Perfekt. Dann weiß ich, wo ich lang muss. Sehr gut. Ja, und Yannick, das Zeug machen wir dann halt einfach in der nächsten Jahreszeit, denke ich nicht, oder? Ich glaube, ich habe noch keine 3 Wolle. Ich würde sie jetzt aber ungern kaufen. Vielleicht finden wir irgendwo nochmal welche oder so. Müssen wir mal schauen. Gut. Dann hätten wir das jetzt. Dann können wir jetzt hier durch. Hallo, Fuchs. Ja, viele Pilze habe ich jetzt bloß gar nicht gesammelt, ne? Aber gut, das ist jetzt hoffentlich nicht ganz so dramatisch. nachdem, ja, wir noch alleine sind und uns auch von gebratenem Fleisch ganz gut ernähren können, ist es jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wenn wir jetzt noch nicht so wirklich außergewöhnliche Sachen kochen. Also, ich mag eh keine Pilze, von daher bin ich da jetzt entspannt. So, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen freiräumen. Genau. Ich würde jetzt so direkt noch keine weiteren Wohnhäuser bauen. Ich würde jetzt dann tatsächlich den Winter noch abwarten, bevor ich jetzt dann die ersten Leute dazu hole. Ne? Aber ich würde dann schon im Frühjahr sagen,
dass wir uns darum kümmern, die ersten neuen Bewohner für unser Dörfchen dazuzuholen. So, jetzt gucken wir bloß mal schnell so ein bisschen nochmal. Genau, hier liegt auch noch einer rum. Die sind irgendwie alle, die haben sich irgendwie alle in die Windel verteilt, die ganzen Baumstämme. Wahnsinn. So. Ach, hier könnte eine Banditenlage gewesen sein, ne? Weil das schaut so ein bisschen so aus. Okay. Gut. Ach so, dann würde ich schon gerne gucken. Ja, schon beeindruckend, hä? Wenn wir wirklich sagen, dass wir hier das so machen, dann müssten wir da auch anfangen, die Bäume noch umzuhauen. Das mache ich dann vielleicht in der nächsten Nacht. Was wir jetzt dann wirklich erstmal bauen sollten, ist das Nahrungsmittellager und die Küche. So, jetzt habe ich ja gesagt, ne, hier Badeseemäßig, dann möchte ich natürlich eigentlich auch gern, dass es ein bisschen frei bleibt. Das heißt, wir gucken jetzt mal. Ja, tut mir leid, du Dachs. Ihr Dechse. Ihr Dechse. Ah, oh, herrlich. Hier soll es dann frei sein, ne? Das heißt, wir müssten dann hier irgendwie die Taverne hinbauen. Oder lieber so rum. Oder lieber so rum. Oh Gott, das wird ja jetzt... Verdammt, jetzt bin ich doch wieder so von einer schweren Entscheidung, ne? Okay. Da machen wir kaputt. Weil jetzt muss ich irgendwie schon anfangen, das Nahrungsmittellager hinzupacken, sonst haben wir hier dann schon ein Problem, ne? Wenn wir jedes Mal, wenn wir Hunger haben, rüberlatschen müssen, das ist irgendwie uncool. So. Da. Aber da muss ich jetzt trotzdem erstmal die Bäume hier so ein bisschen umhauen, damit ich eine bessere Vorstellung habe. Ach, schön. Also holztechnisch brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. So viel steht fest. So, dann brauche ich mal kurz die andere Axt. Um einmal drauf zu hauen, ist mir die Eisenaxt nämlich zu teuer. Und es macht hier nichts anderes, außer... Okay, ein Haus. Wir haben ein Haus freigeschalten. Hallo, Kira? Nein. Da, ne? Ja. Jetzt ist sie kaputt, aber wir haben noch eine. Gott sei Dank. Da ist auch noch eine Birke. So. Da nochmal. Gut, okay. So, hier geht's runter. Das ist doch schön. Weißt du was, dann mache ich hier das Nahrungsmittellager hin und zwar so. Und dann können wir weiter gucken. Landwirtschaft, Gewinnung, Lager. Da, Nahrungsmittellager. Genau. Das ist schon so, ne? So, aber so, dass man dazwischen auch noch vorbeigehen könnte. Ja, genau. So, dann hätten wir jetzt hier... Nee, warte, das brauchen wir. Oh, mir fehlen zwei Steine. Nein. Und hier sind doch eh schon keine Steine mehr, wirklich. Da ist noch einer. Oh je, oh je, oh je. Steine, Steine, Steine. Perfekt. So, ich meine, wenn es uns nicht gefällt, können wir es ja immer noch umändern, ne? So, da. Perfekt. So, dann da oben, das sind nur Holzstämme, ne? Sehr schön, weil die haben wir hier jede Menge von. So, dann da und da und da. Hallo, dankeschön. Birke, genau.
Dann brauchen wir bloß nochmal Stroh holen aus dem Lager. Das ist aber jetzt auch nicht so das Problem. Das können wir dann da auch kaputt machen. Perfekt. Ja. Ach, da drüben liegen noch welche. Die sind da hingeflogen. So, dann holen wir uns gleich das Stroh noch aus dem Lager. Jo, und dann können wir da so ein bisschen gucken, ne? Stroh. Jetzt bist du zu hoch gewesen. Boah, wie viel? 32 wieder? Wahrscheinlich ist es jetzt dann mehr, aber wir riskieren es einfach mal mit 32. Und wir trinken gleich, warte mal, wir essen und trinken gleich noch. Guck mal da, die zwei Fleisch. Ist jetzt zwar nur ein Anfang, aber immerhin, ne? So, dann trinken wir nochmal was. Perfekt. Gut, dann gehen wir mal rein. Und dann... Oh. Wir brauchen doch ein bisschen mehr Holz, wie ich gedacht hätte. Okay, noch mehr. liegt da hinten? Ich weiß gar nicht, ob da hinten noch was liegt, aber wir brauchen sowieso, wir müssen hier sowieso die Bäumchen kaputt machen. Deswegen machen wir das jetzt mal schnell. Das geht ja Gott sei Dank mit der Eisenaxt. Das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, den würde ich tatsächlich stehen lassen. Das sieht eigentlich echt hübsch aus. Also, den finde ich blöd, weil der so direkt, da möchte ich eigentlich auch den Stamm wegmachen. Der gefällt mir nicht. Deswegen. So, Daumen mal drauf, Mäuschen. Danke. So, 3 Holzstämme, das ist definitiv noch zu wenig. Dann hätten wir da und da. Genau, hier sind noch welche. Und da unten. Vielleicht reichen die ja schon, ne? So. Ich werde beobachtet von meinem Kind. So. Okay. Da machen wir die Zweige immer noch weg. Genau, der Stock einfach das so ein bisschen clean machen. jetzt nicht für ewig lang, ne? Aber für den Anfang, um erstmal so ein bisschen den Überblick zu bekommen. So. Oh, fertig. Das ist gut. Ich bin schon wieder schmutzig. Na toll. Ja, und dann möchte ich hier gerne einen Weg unter der Birke. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass das Nahrungsmittellager jetzt direkt an der Straße ist. Das finde ich in Ordnung. Das darf so sein. Das ist bloß so ein bisschen die Frage. Also das mit dem hier, das ist mir zu hoch. Das verstehe ich nicht. Also ich habe es, glaube ich, schon verstanden, aber ich kann es nicht umsetzen. Das ist eher so das wo ich mir... Das klappt einfach nicht so. Das sind immer noch die Fischspeere, Schatzi. Deswegen probiere ich es jetzt einfach mal so, weil ich So könnte ich es mir vorstellen, dass es so funktioniert. Dann setzen wir jetzt hier erstmal einfach einen Weg. Genau. Ja, der ist halt definitiv nicht gerade. So viel ist sicher. Also doch ist er, aber hä? Okay. So, schön. Na siehst du, hast du jetzt hier... Das sieht so schief aus, ne? Aber ich glaube, das ist halt einfach, ne? Wenn du so stehst, ist er schon gerade. Aber wenn du hier stehst, ist es schief. Oh Gott. Und das meine ich halt, ne? Das ist halt total schwierig für mich, das so irgendwie gerade, ungerade. Egal. Die haben früher auch nicht unbedingt alles penibelst genau hingestellt. Und von daher müssen wir jetzt einfach damit leben, dass es vielleicht nicht ganz so... penibelst astrein gerade ist. So, aber dann hätten wir jetzt hier... Boah, das, aber es nervt mich, ne? Es nervt mich. Aber, ne? Hast du das halt nicht richtig hingestellt, das Haus? Und schon... Das nervt mich richtig, dass der jetzt... Aber ich sag dir, wenn ich jetzt sage, okay, ich mach daneben mal
so einen, ich richte das jetzt aus, ne? Am Haus nochmal, so ein Stück weit. Dann, weiß ich nicht, müsste ich dann so sein? Eigentlich müsste es dann so sein. Weißt du, so. Oh Gott. Das ist, ja, mir zu viel und zu hoch. So, ihr Lieben, genau. Dann muss ich jetzt irgendwie damit klarkommen, dass mein innerer Monk ganz arg weint. Oder ich reiße die Hütte nochmal ab und baue sie nochmal neu. Aber darauf habe ich eigentlich auch keine Lust. Oh, es geht halt eigentlich einfach gar nicht. Es tut mir leid, es geht nicht. Ich kann das so nicht akzeptieren. Das funktioniert. Ach, die kommen ja wieder, die ganzen Pflanzen. Okay. Das kriege ich irgendwie. Nee, das ist nicht gerade, nicht parallel zu dem Haus. Ne? Das ist das, was mich jetzt gerade ein bisschen. Aber ich habe das doch so eigentlich gemacht, oder? Kira. Warum wirkt es so unparallel? Okay, ich muss damit leben. Das ist halt einfach so. Gut, okay. Dann hätten wir jetzt die Schmiede, das Materiallager, das erste Nahrungsmittellager. Wir bräuchten dann eben halt irgendwie die Küche und die Taverne. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, laufen wir dann mit dem Weg außen rum? Also wie gesagt, die Idee hier, diesen Teich, diesen Tümpel da so ein bisschen mitzubenutzen, die finde ich schon schön. Es hapert gerade so ein bisschen an der geistigen Vorstellungskraft. Oh, der ist sogar richtig tief. Cool. Okay, ich werde nicht sauber, aber ich glaube nicht mal, wenn ich mich hinknie, ne? Nee, das hilft nichts. Da musst du richtig baden gehen. Vielleicht mache ich die. Oh Gott, ich habe keinen blassen Schimmer. Das muss ich mir noch überlegen, wie ich das am besten anstellen könnte. Gut, dann könnten wir jetzt aber einfach mal noch ein bisschen schnell hier einsammeln, beziehungsweise da nochmal gucken. Okay, und dann brauchen wir noch das ganze Zeug von drüben, ne? Dass wir die Werkstatt und sowas nochmal neu bauen und auch dieses... oh, weißt du was, da hinten ist doch noch ein bisschen Wald. Hier könnte ich doch, wenn wir sowieso... Wenn wir hier, ich brauche ja gar nicht so extrem weit, aber dann stellen wir hier hinten, stellen wir dann den Holzfäller hin, ne? Und die Jagdhütte vielleicht noch irgendwie mit dazu oder die Jagdhütte auf die Seite. Das könnte ich mir auch gut, oh, das könnte ich mir gut vorstellen. Das lass uns mal noch schnell nachschauen. So. Ist da jetzt noch irgendwo, ja, da unten ist noch ein Holzstamm und da ist noch ein Holzstamm und hier laufe ich gerade über einen drüber. So, dann hätte ich die jetzt nämlich auch schon mal eingesammelt. Aber wie gesagt, ich fände es halt einfach so ein bisschen schöner, wenn es so zwei, drei Sachen gibt, die eben halt nicht im Dorf stehen, ja? Die halt da eigentlich nicht hingehen. Eine Jagdhütte, was bringt denn eine Jagdhütte im Dorf? Ja, die sollte schon ein Stück abwärts stehen. Abseits. Abwärts. Mit mir geht's auch gerade abwärts, ey. na guck mal, wir können hier aber schon mal da. Das da hinstellen. Genau. Ja, guck. Genau. Okay, jetzt müsste man dann bloß mal gucken. Da ist die Brücke, wo ich da am besten das aufstelle, ha? Tiere gibt es keine mehr, oder? Nur noch Dachs und Kaninchen. Aber ich hätte es dann schon gern hier in der Nähe, dass vielleicht eventuell keine Wölfe mehr spawnen. Es ist halt ein bisschen weiter, aber ich ist jetzt erstmal nicht so schlimm, finde ich.
Na, aber hier ist doch gut. Hier hast du so ein paar Büsche, die kannst du doch eigentlich ganz hübsch mit integrieren. Guck mal, wenn du die Birke hier wegmachst, dann hast du doch hier eigentlich einen richtig tollen Platz. So, pass mal auf, dann machen wir das nämlich einfach gleich. Hallo? Ah, okay. Ich habe jetzt schon ein bisschen an mir gezweifelt. So, das und das. Dann hier die ganzen Stöcke und Steine weg. Und dann packen wir nämlich hier... So, und das ist dann halt einer, der kriegt aber sein Haus trotzdem im Dorf, weil ich möchte, dass der einen sicheren Rückzugsort hat. Ne, wir werden bestimmt ein, zwei Häuser einfach nur so stellen, nebeneinander, ohne Werkstatt nebendran. Also ich möchte das eigentlich schon so ein bisschen machen, dass wir Haus und Werkstatt nebeneinander haben, dass jeder so sein Grundstück bekommt. Und genau, bis auf eben halt ein paar Ausnahmen, ein paar wenige. Und die Mine, die wird komplett ausgelagert. Das wird ein eigenes Dörfchen dann im Prinzip. Genau, wir müssen dann bloß gucken, wie wir jetzt hier dann den gescheiten Weg, aber da. Ach guck mal, und hier haben wir dann auch genau den Strich, ne? Ist halt total schief, aber das ist egal. sagte sie. So, Jägerhütchen. Überleben. Ach guck mal, wir könnten sogar eine Jagdhütte 2, aber ich glaube, die braucht dann Bretter, ne? Ich glaube, die braucht Bretter. Lass uns mal nochmal eine 1er hinstellen. So. Nee, Südwesten gefällt mir nicht. Dann lassen wir sie nach Süden gucken. Oh Gott. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. Na gut. Das, glaube ich nicht, dass mir das gefällt. Das ist aber hoch. Lass uns bitte nochmal gucken. Okay, das ist echt hoch. Wenn wir es jetzt nach Westen ausrichten würden. Aber dann kippt es so runter. Das ist auch nicht so schön. Wir könnten hier einfach ein bisschen tiefer gehen. Okay, nee, das wird tatsächlich einfach so hoch. Okay. So, so ist es schön. Ich finde das mit der Birke eigentlich auch echt toll. So, dann machen wir hier bloß nochmal weg den Schotterweg. Dann gucken wir mal, wenn das dann fertig ist, was daraus wird. So. Und zack, bist du schon wieder viel leichter. Stöcke haben wir Gott sei Dank mehr als genug. Das ist voll schön. Und schon hat sich das mit dem Gewicht erledigt. Von ganz alleine. So, und dann brauchen wir bloß nochmal 32 Stroh. Und dann hatten wir das auch. So, aber ganz ehrlich, ne, die Birke muss weg. Die Birke muss weg. Pass auf, wir machen das jetzt mal so, dass wir jetzt die Birken oder die Bäume, die hier stören auf dem Weg, dass wir die halt wirklich fällen. Den Rest lassen wir stehen. So, das heißt, ihr beiden, der könnte tatsächlich stehen bleiben, oder? Süden? Nee. Das wird nichts. Das heißt, wir müssen jetzt Richtung Norden gehen. Du musst weg. Du musst weg. Du musst weg. Ich muss natürlich ein bisschen gucken, dass wir nicht zu weit gehen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Da. Jetzt ist halt die Frage, ich glaube, ich muss aber den Weg hierhin machen, weil es hier zu hoch wird, oder? Nee, das ist egal. Süden. Und dann gehen wir hier. Hier wird die Ecke sein. Hier gehen wir dann da lang. Nach Osten. Nicht erschlagen lassen, Kira.
Die könnte funktionieren, bin ich mir aber nicht sicher. Deswegen nehmen wir sie lieber mit. Genau. Dann hier lang. Dann können wir hier schon mal den hier wegmachen. Noch. Obwohl der echt schön ist, ne? Hm. So, die noch. Ja. Okay. So wird es dann in etwa ausschauen. Na, schau einer, guck. Siehste. So, warte mal, jetzt gehen wir bloß noch auf die andere Seite. Ja, ihr Lieben, dann danke ich euch für heute, fürs Zuschauen. War schön, dass ihr dabei wart. Den Rest machen wir dann halt einfach mal. Oh, geil. Quatsch, hat ausblenden, wollte ich. Den Rest machen wir dann eben halt in der nächsten Folge. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und munter. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.